Hallo ihr Lieben, Vorlesen stärkt das Sprachverständnis und wenn du deinem Kind vorliest, ist das zusätzlich noch wunderbar für die Bindungsbeziehung. Geschwister bekommen ist ein natürlicher Prozess. Zur Vorbereitung eignet sich beispielsweise ein Buch wie dieses hier. In einer Kaninchenhöhle leben vier Kaninchenkinder mit ihren Eltern, Pauli, Manni, Max und Lina. Eines Tages gibt es Neuigkeiten. Die Mama ruft die Kinder zu sich und erzählt ihnen, dass sie ein neues Geschwisterchen bekommen werden. Die Kinder freuen sich und jubeln. Nur der kleine Pauli überlegt, ob er ein Brüderchen oder ein Schwesterchen lieber hätte. Jedes Kind hat einen anderen Wunsch. Paulis Freund Eddie hat auch ein Geschwisterchen bekommen und berichtet, dass das Baby wirklich viel schreit, oft in die Windeln macht und gar nicht so angenehm riecht. Pauli beginnt zu überlegen, ob es wirklich so toll ist, ein Baby zu haben. Irgendwann ist es dann soweit. Die Mama ruft die Kinder zu sich und zeigt ihnen das neue kleine Schwesterchen. Sie bittet darum, sich etwas ausruhen zu dürfen und wünscht sich, dass der Vater und die Kinder sich um die Kleine kümmern. Aber ihm und den Geschwistern gelingt es nicht, das Baby zu beruhigen. Schließlich bekommt Pauli die kleine Babyschwester auf den Arm und sofort ist sie ganz still und kuschelt sich ein. Das macht den kleinen Pauli sehr stolz und überhaupt findet er, dass sein Schwesterchen ganz wunderbar duftet. Nachdem er es zur Mama gebracht hat, muss er das unbedingt seinem Freund Eddie berichten. Es ist etwas Wunderbares, eine kleine Schwester zu haben. Beide schmieden Pläne, was sie mit ihren kleinen Geschwistern tun könnten, wenn sie etwas älter sind. Weißt du eigentlich, ob man sich aussuchen kann, ob man einen Bruder oder eine Schwester bekommt? In diesem Buch findest du die Antwort. Hat euch das gefallen? Dann abonniert und teilt, gebt mir ein nettes Kommentar, stellt eine Frage oder gebt mir einen Daumen nach oben. Das soll's für heute gewesen sein. Schaut doch beim nächsten Mal gern wieder rein. Tschüss!